Hallo YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch die neue Homenet Box von T-Mobile. Bei ihr handelt es sich um eine überarbeitete Version der alten Homenet Box. Sie schafft nun 250 Mbits statt 150 Mbits, was die alte geschafft hat. Der Upload müsste mit 50 Mbits gleich sein, wie bei der alten Version. T-Mobile hatte jetzt bis Ende des Jahres ein neues Angebot, dass man nur 9,90 € im Monat zahlt für das Internet. Egal welches man sich nimmt. Und da ich eher Neues benötige, habe ich mich für das My Homenet Turbo entschieden, welches jetzt halt 9,90 € kostet und dann ab nächstes Jahr 29 € im Monat. Bei dem Vertrag sollte man 30 Mbit Download haben und 10 Mbit Upload und ich teste es nachher noch, ob man auch wirklich auf diese Werte kommt. Jetzt sehen wir aber erstmal, was in der Box drinnen ist. Als erstes haben wir natürlich das Gerät selbst. Das tun wir aber mal auf die Seite. Dann haben wir natürlich auch noch die Bedienungsanleitung, ein Ethernet-Kabel und das Netzteil. Das Netzteil ist von Huawei. Kann von 100 bis 240 Volt betrieben werden, hat 0,8 Ampere Eingangsstrom und Ausgangsspannung haben wir 12 Volt und 2 Ampere. Das heißt, wir haben hier ein 24 Watt Steckernetzteil. Nochmals das Ethernet-Kabel. Hier haben wir nochmals das Gerät selbst. Oben steht Huawei, denn das ist der Hersteller der Homenet Box. Hier ist es noch von vorne, Seite, dann noch die Rückseite. Hier haben wir einen Ethernet-Anschluss und hier noch die Antennen, die irgendwie aufgehen. Ja, genau so. Ja, hier haben wir zwei Antennenanschlüsse, TS9-Anschlüsse. Nochmal die Seite und ja. Wie schon gesagt, sollte das Gerät mit meinem Vertrag 30 Mbit schaffen in der Downloadgeschwindigkeit und 10 Mbit Upload. Ich werde es jetzt noch ganz kurz testen, ob es auch stimmt, ob ich auf diese Werte überhaupt komme oder überhaupt nicht. Und ich teste auch noch ganz kurz, wie die Geschwindigkeit ist durch zwei Wände. Ich teste die Homenet Box hier mit meinem MacBook Air und meinem iPhone 7. Beide mit 5 GHz, also dass ich auch die schnellsten Werte rausbekomme. Ach ja, und was noch ganz wichtig ist, der WLAN-Router, also die Homenet Box, die hat ja auch einen Akku eingebaut, der ca. 1 bis 2 Stunden hält. Und wie ihr gut sehen könnt, wenn ich jetzt einfach den Stecker ausstecke, dreht sich zwar das Licht ab, aber ja, die Homenet Box bleibt trotzdem eingeschaltet. Und wenn ich auch ganz kurz zu meinem Computer rüberschaue, sehe ich, dass ich noch immer mit dem WLAN verbunden bin und auch weiter surfen kann. Also ca. 1 bis 2 Stunden, dann ist der Akku auch leer. Das ist gut, wenn man die Homenet Box auch mal wo mitnehmen will, wo es nicht immer Strom gibt, zum Beispiel beim Campen. Was ich an der Homenet Box nicht so gut finde, ist, dass ich nicht sehe, wie gut das gerade mein Empfang ist. Das hat man früher besser gelöst. Zum Beispiel hier beim 3 WebCube, wo ich sehr gut sehen kann, wie gut gerade die Signalstärke ist. Für die Homenet Box muss ich dafür extra in die Router-Einstellungen reingehen, nur um zu sehen, ob ich einen guten Empfang habe oder nicht. Auf der Unterseite haben wir noch die Lüftungsschlitze, damit das Gerät im Sommer nicht zu heiß wird. Und jetzt sehe ich mir mal die Geschwindigkeitswerte an, ob T-Mobile auch sein Versprechen hält. Als erstes habe ich das MacBook Air getestet. Das MacBook Air steht ca. 1 Meter von der Homenet Box entfernt und wie wir gut sehen können, haben wir einen Ping von 19 Millisekunden. Eine Downloadgeschwindigkeit von 14,2 Megabit pro Sekunde und eine Uploadgeschwindigkeit von 10 Megabit. Der Ping ist sehr gut, die Downloadgeschwindigkeit geht auch in Ordnung. Die Uploadgeschwindigkeit ist genau das Maximum, was ich mit meinem Vertrag erreichen kann. Beim iPhone ist der Ping etwas schlechter mit 34 Millisekunden, dafür ist die Downloadgeschwindigkeit mit über 27 Mbit sehr gut und liegt fast an der Grenze des Vertrags.
Die Upload-Geschwindigkeit beträgt ebenfalls 10 Mbits. Hier ist nochmals kurz das MacBook Air. Nur jetzt habe ich zwei Wände zwischen dem Router und dem MacBook. Und wie wir gut sehen können, ist der Ping gleich gut wie vorher. Die Download-Geschwindigkeit ist etwas eingebrochen und die Upload-Geschwindigkeit ist eigentlich unverändert. Wie ihr gut sehen konntet, waren die Werte eigentlich ziemlich gut. Nur ich wollte jetzt trotzdem nochmal testen, ob ich beim MacBook Air noch ein paar Mbits rausholen kann. Und habe mir jetzt deshalb eine externe 4G-Antenne gekauft, um 20 Euro, welche auf Amazon sehr gut bewertet war. Bei der Antenne müsst ihr aber auch noch darauf achten, dass sie einen TS9-Anschluss hat. Weil wenn ihr eine falsche Antenne kauft, könnt ihr sie nicht mit der HomeNet-Box verbinden. Wir haben einen Saugnapf dabei, zur Befestigung an das Fenster. Natürlich auch die Antenne selbst und zwei Anschlüsse für die HomeNet-Box. So, hier haben wir jetzt noch den letzten Test. Wie vorher steht das MacBook Air jetzt genau einen Meter neben der HomeNet-Box. Ich habe jetzt die Antenne angeschlossen und wie wir sehr gut sehen können, wir haben jetzt 16 Millisekunden Ping, fast 29 Megabit pro Sekunde Download-Geschwindigkeit und auch wieder 10 Megabit in der Sekunde Upload-Geschwindigkeit. Ich persönlich bin mit diesen Werten sehr zufrieden und werde mir auch die HomeNet-Box behalten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.